Guten Morgen, liebe Leute! Der Vlog. Der letzte Vlog. Ja, er lädt noch. Er lädt noch. Irgendwie mieseste Grafikqualität. Keine Ahnung warum. Ich habe überhaupt keinen Schimmer. Nein, ich weiß es nicht. Die Aufnahmen sind gut. Hab ich mir nochmal angeschaut. Irgendwas stimmt da nicht. Mit dem Grafik, also mit dem Schneideprogramm oder so. Ich weiß nicht was. Ja, gucken wir mal. Schmeiß das Teil weg, das kauft doch keiner mehr. Ja, den habe ich schon gesperrt, den guten Mann. Ja. Wer freundliche Kommentare abgibt, wird entfernt. Ja, unbequeme Kommentare werden entfernt. War schon immer so in einer Diktatur. Das ist eine Diktatur. Das ist mein Leben, nicht euer. Ist aber ja nicht bei YouTube, sondern ist eigentlich bei eBay Kleinanzeigen so ein hirnlos Nachricht. Ist ja kein Kommentar, ist eine Nachricht. Wird wie gesagt, wir fahren los. Gehen wir unterwegs irgendwo was essen. Jetzt holen wir erstmal Anouk ab, glaube ich, oder so. Weiß ich gar nicht. Wie sind das jetzt? Mal diesen Marzipan. Marzipanien. Mama ist in Berlin. Mama ist in Berlin. Kamera nehme ich mit. Fotoapparat nehme ich mit. Sadi! Du, wir gehen jetzt! Bitte tanken ist das Erste, was ich sehe hier. Jetzt müsste es erstmal eine Tankstelle geben hier irgendwo. Das ist halt furchtbar. Optimal ist das nicht mehr hier. Sie fahren und fahren. Schön. Das Gegenteil von schön. Nee, von wem das Gegenteil von schön? Mach mal. Ohne dieses Milder. Ohne dieses Milder. Guck mal an. Ja, aber dieser Müllcontainer sieht gar nicht schickimicki aus. Wir sind schon lange gefahren jetzt mit der Autobahn. Mama, guck mal, da hat ganz viel Müll. Ja, ich weiß. Müllcontainer. Was will er denn hier machen? In der Scheune was angucken. Ich will mit. Ich will mit. Nee. Andrea baut nämlich eine Scheune um in ihr Haus. Was machst du denn hier, Lumen? Ich will zu Papa. Ich will nur uns hier alleine machen. Und läuft nach Hause. Bestimmt nach Hause laufen. Ist ein bisschen weit, oder? Bestimmt schon zu Hause. Meinst du, wir fahren so lange mit Auto und er ist so schnell denn zu Hause, wenn er läuft? Ja. Vielleicht nimmt er sogar ein Taxi. Ich habe ein Spiegelei gemacht. Ja. Vielleicht nimmt er ein Taxi, Anouk. Nein. Ja, du kannst das Foto mal sehen. Alter, Papa. Ihr müsst mal jetzt auf eure Plätze gehen. Mit einem genialen Innenhof? Ich stecke! Ja, ihr wollt schon jemanden durchfahren, ich stehe natürlich genau im Weg. Ne? Ja, ich fahre jetzt hier an der Seite ran gleich. Ja. Ja, hier, weil, wie gesagt, da kommt seitwärts ein Weg da rein und der führt den Haus zum Wohnwagen. Okay, alles klar. Ja. Bis gleich.
Ja. Moment, hast du vorhin schon ganz früh ausgetrunken? Ja. Was mir jetzt erstmal echt Sorgen macht, ist dieses Trinken. Es geht voll hoch. Nein, nein. Aber ich habe jetzt einen Neuring. Lady und Sentimentären. Das Kind, was am besten Auto fahren kann, wird einen Führerschein gewinnen. Okay, Ladies and Gentlemen, los geht's mit dem Wettbewerb. Anouk hat gewonnen. Oh ja, nein. Ich habe gewonnen. Du hast noch nicht mal gefahren. Da. Ich bin schon dabei. Ich komme nicht mit an die Sachen. Nein, nein. Das Lenkrad und diese komische Sachen. Okay, ich werde es schaffen. Und das ist diese. Okay, wir werden Tschüss. Es versuchen. Ich werde es versuchen und werde es schaffen. Nee, mit meinen Kindern sitzt. Nein. Es kann. Jetzt nicht. Aber fahren wir schnell nach Hause und richtig ab. Ich muss warten noch kurz, bis Papa kommt, dann können wir losfahren. Oh. Ja. Du kommst natürlich mit. Ich hab was an meinen Ohren. Und ich nehme dich. So einfach ist das, okay? Wir sind der Hacke. Der Hacke muss vertrinken. Die. Jetzt stimmt die Qualität. Jetzt lade ich das drüber auf den Stick hier, auf den Chip vom Chip. Jetzt in den Computer und das war's erledigt. Und ich muss mir neue Chips besorgen. Unbedingt, weil definitiv liegt es an den Chips. An den Speicherchips. Die sind nicht mehr gut. Keine Ahnung warum. Ich habe auch noch nicht nachgelesen, ob das anderen Leuten auch schon zugeht. Definitiv bei mir ist das der Fall. Die Aufnahmen gehen verloren. Ich habe jetzt auch gerade eine Aufnahme verloren von der Rückfahrt. Die war jetzt anderthalb, zwei Stunden fast. Sind wir auf dem Weg zurück gewesen. Und die Aufnahme ist komplett verschwunden. Die habe ich dann gestoppt. Und als ich die gestoppt habe, ist die Kamera ausgegangen in dem Moment. Und dann hat er die nicht abgespeichert, sondern hat die komplett aus dem Speicher rausgenommen. Also natürlich, letztlich weiß ich gar nicht, liegt es dann an der Kamera oder an dem. Die Kamera muss aktualisiert werden. Das ist Fakt. Das müssen wir machen. Aber eben auch die... Ja, diese. Was? 9,6 Gigabyte? Boah. Wahnsinn, ey. Nur um eine gute Qualität zu haben. Im Block. Ach, na, wie auch immer. Okay, alles klar. Ich brauch neue Speicherkarten. Das ist Fakt. Das muss ich irgendwie im nächsten Geld mal ein bisschen machen. Speicherkarten benutze ich hier von, kann ich die jetzt rausziehen? Nee, kann ich nicht, die speichert ja gerade. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. SanDisk, SanDisk, keine Ahnung, so eine ultraschnellen eigentlich, die so richtig viel abspeichern können, wegen der hohen Qualität halt der Videos. Die sind eigentlich gut, aber ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ich mache erstmal ein Update mit der Kamera. Das muss ich jetzt endlich mal machen. Jetzt steht für nächste Woche an. Kamera Pitlock steht für nächste Woche an. Das muss ich irgendwie schaffen. Muss ich irgendwie mit reinklemmen. Und Update und Pitlock. Darf ich dir mal kurz was das zeigen? Ist wichtig. Ja, zeig mir was. Also für heute mache ich Schluss hier. Das war's. Schöner Abschluss jetzt nach
zwei, fast drei Wochen erfahre ich, dass das einfach alles defekt ist mit der Uhr und dass man richtig Geld verloren hat. Schön, danke für diesen wundervollen Feiertag und schöne Grüße an euch, Adresse haben wir ja, wissen wir Bescheid, das läuft alles. Ah, Maske. Auf zur Schule. Ja. Mensch, Achim ist wieder aufgetaucht. Ja, so ist es mir. Naja, muss man halt schauen. Der hat irgendwie seine, wer ist denn, Berichtshefter, hat er schön versaut. Ja, weil Eli sagt ein bisschen enttäuscht, dass er sich ja nicht mehr gemeldet hat. Und naja, heute habe ich Arbeit für ihn auf alle Fälle. Ein Aufbau, ein Komplettaufbau. Den rockt er dann durch. Nichts anderes. Alles andere nur annehmen. Das mache ich dann. Dann schauen wir mal. Achim macht heute das hier, dieses Rad fertig, den Aufbau. Komm. Knacken die selbst bei der Polizei die Schränke auf. Aber wer denn? Kollegen oder was? Kollegen! Polizeischulanwärter oder Polizei. Ja, Anwärter, Schulanwärter, ja. Bestimmte Anwärter. Das ist mal Anwärter, aber ich weiß nicht, wie das heißt, Polizeianwärter oder Polizeischulanwärter? Anwärter. Weiß nicht, wer hat mal genauer Anwärter eigentlich? Anwärter, komm her. Nee, hab ich nicht. Du hast deinen Ausbildungsberuf gehört. Wie heißt das denn? Polizeischulanwärter oder was muss man denn? Also Anwärter ist man auf alle Fälle, aber wie heißt das denn? Wenn man als Polizeischüler, guckt man ja nicht. So früher hieß sie tatsächlich mal Polizeischüler. Jetzt ist es schlichtweg übergreifend nur noch dazu. Kurz noch eins, ich muss los. Weit bin ich noch nicht gekommen hier. Immerhin, ein bisschen. Versucht sie anzurufen. Ich sag genau ran. Ja, selber schon, sonst brauche ich das Geld.
Nanu! Bist du krank? Feierabend. Meine Frau, ich wollte nur Einsatzlampen mitschleppen und habe für jede Farbe Licht. 21 mal 16. Ja, 17. Nun ist Feierabend. So. Also, ich gehe nach oben, mach den Tut. Bis dann. Ciao, wir sehen uns morgen wieder. Morgen bin ich da wirklich alleine, weil Achim ist ja auch in der Berufsschule. Na, wie gesagt, ich brauche ihn schon an den Tagen, wo ich hier, wo die Kinder Schule haben. Das ist schon richtig gut, dass er denn da ist. Und dann kann er mich ein bisschen unterstützen in der Zeit. Ich muss nicht zumachen. Deswegen ist das eigentlich ganz gut. Wir müssen mal sehen, wie das weitergeht. Wie das weiterläuft. Weil eigentlich kann es ja wieder normal weiterlaufen. Und er hat ja auch nur sein Praktikum. Und wenn sein Praktikum durch ist, dann war es das. Ne? Im Grunde genommen. Gucken wir mal, wer dann... Als nächstes kommt, was als nächstes passiert, müssen wir alles mal sehen. Also macht es gut, bis dann, ciao, sagt der Tommy aus dem Fahrradladen.